Ey, Kev, läuft nicht so bei dir, kann es sein? Klar, Junge, siehst du mal, wie ich so schnell kann hier Berg-Stunts machen und so. Okay, ja, cool. Du? Läuft bei dir. Wundermal. Mir das Ding ist, das... Oh, ja! Was ist? Nein! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online Challenge Action. Und zwar mit Dana zusammen. Hallo! Hallo, Jeff! Wo bist du? Über dir. So, und zwar haben wir uns so etwas Feines ausgedacht. Das war auch ein Zuschauervorschlag. Danke dafür. Und zwar geht es darum, wir haben beide ein Heli und jetzt diesmal was ganz Außergewöhnliches. Mit einem Heli auf was landen? Auf einem Zug. Aber auf dem Güterzug, nicht auf der Bahn. Auf einem fahrenden Zug. Ja, ja, nicht auf der Bahn hier, die ist zu klein. Ja, ja, nicht auf der Bahn, sondern wir müssen einen Güterzug finden und ich habe keinen blassen Dunst, wo der fährt. Ich weiß nur, nein! Oh, ich muss mir einen neuen Heli holen. Ah, Pech! Also ich weiß, dass der in der Wüste fährt. Der fährt auch irgendwo durch die Stadt, aber ich weiß nicht genau wo. In der Nähe von Mount Shield fährt einer auf jeden Fall. Ja, das weiß ich auch. Ja, ich bin voll schau mal auf der Map an, das ist es nämlich. By the way, wo Dena gerade am was holen ist, möchte ich noch darauf hinweisen, ich habe am Wochenende, am Samstag, einen Livestream. 24-Stunden-Livestream. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr damit gerne natürlich drauf mit dazu kommen. Glaub, das ist doch auf der Karte markiert, glaube ich. Was auf der Karte markiert? Der Güterzug. Oh. Hä? Als was denn? Das ist so ein weißer Strich. Ich meine, ich weiß ja ungefähr, wo dieser vom Mount Schilder, da wo er über die Brücke fährt, ne? Mhm. Und da habe ich mal lang geguckt und der geht an der Autobahn lang und startet hier in der Stadt irgendwo. Ja, der geht in so einen Rundkurs. Ja, ja, aber ich meine, der ist nicht markiert, wo er gerade ist. Das die eine Ding ist ja, die Strecke zu finden. Das andere Ding ist dann aber auch noch zu warten, dass da ein Zug kommt. Meinst du? Warten einfach. Mach den Geisterfahrer-Helikopter. Okay. Okay. Ja, der fährt auch irgendwo unterirdisch manchmal. Ja, genau, sehe ich hier gerade. Okay. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung der fährt. Ich fahre einfach jetzt den Schienen hier nach. Ja, das hier ist die richtige Strecke. Okay, ich sehe schon. Okay, Kev, bin hinter dir. Wirklich? Ja. Klar. Guck mal, wie schnell ich hinter dir wieder war. Unnormal. Ich bin einfach der Pro im Fliegen. Okay, ich habe auf der Karte geguckt, ne? Na, trotzdem. Der Pro bin ich. Yo, yo, yo. Scheiße, wo ist denn jetzt der Zug hin? Hä? Der war doch gerade noch hier. Wo ist denn der jetzt? Hier war kein Zug. Ach so, ach doch, doch. Nein, ich meine die Strecke. Das ist aber die hier rechts. Ich dachte, das ist hier eine Straße. Ich würde sagen, du hast schon einen Zug gefunden. Wie, bei mir war keiner? So. Oh, fuck. Was ist los? Fahren die hier auf der rechten Straßenseite oder auf der linken? Du bist gerade fast abgestürzt, ne? Hm? Fahren die auf der rechten oder auf der linken Straßenseite? Auf beiden. Oh, ja, nee, das eine geht ja hier hin, ne? Ja, dann glaube ich eher nur die linke, weil es ja die Rundstrecke ist sozusagen. Hier geht das Ende, das glaube ich. Ich weiß, ich glaube, man muss auch irgendwo ganz tief sein. Das ist das Ding. Man muss... Du bist ja übelst schnell. Ja, den hast du. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe den gleichen Heli wie du, ich flieg nur geiler. Überhaupt nicht, ich flieg geradeaus. Ja, du musst Sturzflug machen. Halt Sturzflug, aber halt nicht zu doll, weil wenn du es zu doll machst, dann kommst du halt auf den Boden, dann musst du wieder hoch, du musst dir die perfekte Balance finden, weißt du? Den perfekten Winkel, dann bist du richtig schön schnell. Ja, aber das Ding ist, ich drücke Gas durchgedrückt und drücke auf Max nach vorne und trotzdem fliegt er nicht weg. Ja, ich mach das auf jeden Fall geiler. Ich Du fliegst ja auch so hoch, guck mal, ich flieg direkt am Boden, ist riskanter, aber schneller. Ich weiß ja, wenn was spawnt, dann weiß ich aber, der kann hier oben noch Gas geben. Aha. Ich verstehe gar nicht, drückst du den Knopf überhaupt ganz durch hinten? Ja. Guck mal, das ist nämlich das, dann ist es irgendwie unlogisch. Ich bin einfach schneller. Ja, irgendwie schon. Guck mal, du fliegst ja viel zu hoch, du kannst das ja gar nicht komplett durchdrücken, weil ich meine, du bist ja viel zu weit oben dafür. Nee, eins. Weil ich drücke... Ich bin tiefer als du, Alter. Ha? Ja, ich bin gerade ein bisschen hochgegangen. Nee, ich bin immer noch tiefer sogar als du. Was ist hier los? Hier ist auch eine Strecke, eine Eisenbahnstrecke. Jetzt ist hier wieder einspurig. Manchmal ist zweispurig, manchmal einspurig. Die andere Spur ist hier lang gefahren, ich fahre die andere Spur entgegen. Ja, aber er wird es wohl zuerst schaffen. Ah, nein, Zug! Echt? Ohne Spaß? Doch, war Spaß. Oh. Hast du schon gewendet? Fast. Schade, das wollte ich eigentlich provozieren. Ja, Kev, als ob du mich damit bekommst. Jetzt das hast du auch vorher selbst nicht gedacht. Fuck! Stützt du ab? Boah! Wow. Er war wohl ein
zu heftiger Sturzflug. Oh, auf jeden Fall bin ich voll weit vor dir. Du kannst eigentlich gar nicht, es sei denn, der Zug spawnt zwischen uns. Dann hast du natürlich einen Vorteil. Aber ansonsten bin ich viel früher beim Zug. Nein, das Ding ist einfach nur, du fährst in Fahrtrichtung. Ich fliege in, er kommt mir entgegen. Nein, er kommt mir auch entgegen. Nein. Doch. Der, es gibt doch zwei Spuren, eine links, eine rechts. Und du fährst die rechte lang. Das heißt, du bist in Fahrtrichtung und ich bin entgegengesetzt. Aber ich bin schneller als der Zug. Ja, aber das heißt ja trotzdem, wenn der Zug mir entgegenfährt und du schneller als der Zug bist, komme ich dem ja trotzdem zwei bis dreimal schneller entgegen als du ihm. Wer weiß, Kev. Ich bin aber jetzt schon bei Mount Chili da und ich dachte, der ist immer in die Richtung gefahren, die ich jetzt gucke gerade. Nee, der fährt mir entgegen. Das weiß ich, das weiß ich. Jetzt sind hier wieder ganz viele Spuren. Jetzt so eine Rangierstelle. Was? Ja, okay, jetzt ist wieder nur eine. War nur so eine kurze aber Rangierstelle. Aber fahrender Zug, ne? Ja, fahrender Zug. Man darf immer, ja, klar. Ich lande nicht auf einer. Ah, ist ja easy peasy. Das ist ja nichts für mich, weißt du? Das Ding ist aber nur, mein Heli, der qualmt schon. Ja, Kev, ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Er wäre fast abgestürzt bei Trevor. Was? Nein, hier ist ein Tunnel. Ja, bei mir ist gerade auch ein Tunnel. Und da ist Licht im Tunnel. Bei mir auch. Hier ist da Licht im Tunnel. Ist der Fährt da gerade ein Zug? Ja, das dachte ich auch gerade, aber ich glaube nicht. Kev, ich glaube, wir sind beim gleichen Tunnel auf beiden unterschiedlichen Zeiten. Dieser Bewarten ist so ein verdammter und leuchten uns so gegenseitig an. Naja, bei mir ist aber kein Zug drin, leider. Ist einfach nur so Licht und ich traue mich nicht da rein zu fliegen. Ich fliege jetzt aber auf dem, um den Berg rum. Ich flieg auf, ja. Ungefähr das gleiche. Wem ist denn hier ein Zug? Wer? Ja, Kev, wir sind bei derselben Strecke. Da hätte ich gar keine Kopfhörer zu landen. Kev, wir sind hier. Alter, guck mal, ist der gegenüber. Ja, wir sind. Leute, er kommt gar nicht den Berg hoch. Und gar keine Bauer mehr. Hey Kev, kommt hier irgendwie gar kein Zug? Aber ich habe schon ganz viele Züge im Multiplayer gesehen. Warum kommt denn da nichts? Keine Ahnung, mögen uns gar nicht. Ich höre Zug. Nee. Zug? Ich dachte, ich habe einen Zug gehört. Niemand. Er weiß. Warte, du hast einen Zug gehört. Tut, tut. Wo? Hopp, hopp, die Eisenbahn. Ja, wer fährt mit, wer schließt sich an? Aber wieso kommt denn kein Zug, Kev? Nacht? Aber die Züge fahren auch in der Nacht? Die Züge fahren auf jeden Fall auch in der Nacht. Ich habe schon so viele Züge nachts gesehen. Aber auf jeden Fall fahren die auch nachts, Kev. Ah, Kev, ich werde einen finden. Ich werde ihn auf jeden Fall vor dir finden. Niemals. Na, auf jeden Fall. Das Glück ist auf meiner Seite, das darfst du nicht vergessen. Es gab damals schon bei Yu-Gi-Oh! Das Herz der Karten. Was? Was hast du da gesagt? Das Herz der Karten! Kev, Zug! Nein, das glaube ich nicht. Landen! Ohne Spaß. Ne, das wäre dann ein Gierbahnhof. Fahr, schade. Nein, beim Bahnhof zählt nicht. Der muss sich schon bewegen. Ja, deswegen. Ich dachte, der bewegt sich. Ich fahre jetzt die Strecke hier lang bei Trevor. Ja, du bist genau da, wo ich hingeflogen bin gerade. Ja, wir fliegen jetzt wahrscheinlich genau wieder im Kreis. Also übelst die Schleife, Alter. Jeweils die umgekehrte Richtung. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir zu schnell im Heli, oder dass der Zug generieren kann überhaupt. Vielleicht darf man nicht so schnell sein. Meinst du? Weil eigentlich, ich habe jedes Mal, wenn ich bisher an dieser Rangierstelle war, immer einen Zug gesehen. Ja, ich auch. Also ich habe immer irgendwie einen Zug gesehen, auf jeden Fall. Na, ich sehe jetzt, ich bin ja auch wieder hier auf der Strecke, wo halt der Zug hier unterirdisch fährt. Hm. Und jetzt wieder da ist, wo er am Anfang ist. Ja, das ist richtig merkwürdig. Vielleicht ist die beste Taktik, wenn man einfach abwartet. Was für einen Wochentag haben wir heute? Keine Gut, Ahnung. Da Handy. Dienstag. Ja, müssen Züge fahren. Was für eine Uhrzeit haben wir? 4 Uhr morgens gleich. Ja, dann müssten eigentlich auch gleich Züge gleich kommen. Gleich fängt weißt der du? Verkehr an. Ja, aber eigentlich fährt er auch nachts. Ich mach einfach den YOLO-Style und stell mich auf die Gleise. Okay, da merkt man, wenn da was kommt. Fuck! Was ist? Boah! Was mein. Ja, du bist abgestürzt, Alter. Für ein Heli im Arsch. Der gewann jetzt schon richtig. Oh, meiner auch ein bisschen. Aber alles noch im Rahmen. Alles noch im Rahmen. Komm schon, ein paar brauchen Heli, Alter. Heli. Ja. Ich lande jetzt auf den Schienen. Wie kann man gar nicht landen, da wo ich bin? Ja, bei mir schon. Mit Können kann man überall landen. Okay, ich bin gelandet. Hier geht's auch, hier sind keine Bäume an der Seite. So. Ich steig sogar aus. Ganz chillig. Ich lache, wenn gleich ein Zug kommt. Und dann einfach mal dein Ding abgerissen wird, dein Heli. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich hier so ganz idyllisch stehe, weißt du, dann könnte es sein, dass der Zug vielleicht so denkt. Was das ist das Problem kurz leise? Ist, ich weiß gar nicht, von welcher Seite der kommt.
Ne, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, der kommt von da. Weil immer, wenn ich so bisher hier war, dann kam der immer von da. Aber gerade kommt er leider nicht. Deswegen steig lieber wieder ein. Ja, ich auch. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, das Warten. Komm schon! Aber wer weiß. Ja, ja, ihr habt zugehört. Ihr habt uns zu Korn gehört, ganz sicher. Bei mir ist ein Zug, ein fahrender Zug. Ohne Spaß? Ja, ja. Ich hab das gehört. Ohne Spaß. Wirklich jetzt? Wo ist der verdammte Zug? Ich ja, da ist er. Papa landet. Ich hab das gelandet? Was? Warte. Ich bin gleich da. Okay, ja. ihr habt den Zug gehört. Das ist Martins. Ja. Das ist, nicht Martins, sondern Horn. Komm schon, der hat übelst viel. Der hat drei. Das ist ein übelst kurzer Zug. Der hat nur zwei Waggons. Du musst auf jeden Fall richtig durchlanden, ne? Gewonnen! Du bist auch ausgestiegen? Nein, kann ich ja nicht, dann steige ich an der Seite weg. Aber nein, ich stehe komplett drauf, meine Rotorblätter drehen sich kaum. Nein, es zählt nur, wenn man... Nein, wenn man kann nicht aussteigen. Doch, ich hab's schon mal geschafft. Warte, Leute, ich stehe mit meinem Heli einfach hinten drinne. Ich bewege mich kein Stück, ich kann den Controller weglassen, ich fahre mit dem Zug mit. Ich schau mir das an. Bin gleich da und dann zeige ich dir, wie man richtig drauf landet. Wenn ein Pfahl kommt oder so, ja. Wenn Pfahl kommt, bist du weg, ne? Ja, aber deswegen ja. Leute, ihr seht ja, ich bin hier drin. Ja, ich bin gleich da. Ja, wobei, ja, aber nee, ich bleib hier drin, weil man muss ja landen und auch was davon haben. Oh, Kev ist tot. Aber ich hab gewonnen, 100 Pro, Alter. Tja, Kev. Du kannst dir meinen Wrack angucken. Ich war im Heli drin. Ja, Kev, aber jetzt zeige ich dir mal, wie ein Pro drauf landet und auch drauf bleibt. Ja, ich weiß, ich bin ja, du verstehst es nicht. Ich bin drauf geblieben, aber wäre ich ausgestiegen, der Heli ist genauso breit wie der Waggon. Ja, du kannst aber auch quer drauf landen und dann aussteigen. Ja, was ist das für ein Mafiosi? Hä? Alter, ist das irgendwie neu dazugekommen im letzten Patch? Wenn man jetzt irgendeinen Wagen klaut, dass die Leute alle mit so einer übelsten Uzi auf dich schießen? Ja, ich hab's nämlich geschafft. Ha! Kev, ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Wagen. Ich bin auf dem Wagen. Ich bin drauf. Und mein Heli ist auch drauf und sich, die Rotorblätter drehen sich nicht mehr. Ja, bei mir auch so. Nein, die haben es bei dir noch gedreht. Die haben sich. Die drehen sich immer, wenn man drin ist. Es sei denn, er ist kaputt oder man steigt aus. Ich bin drin. Und das ist, würde ich sagen. Oh nein, ich habe. Ja, das Ding ist, das ist jetzt wieder so eine Sache. Das hat man nicht definiert. Aussteigen hat man nicht definiert. Ja, jetzt habe ich auch eine Mission aus Versehen gestartet wegen scheiß Handy und bin deswegen runter vom Zug. Ey, ich verstehe. Oh, und nicht. Da ist gerade mein Heli explodiert, weil ich weg war. Ja. Ja, ich würde sagen, das war halt so ein Unentschieden mäßig. So. Schwer zu sagen. Eigentlich habe ich ja gewonnen. Ja, aber das ja. Du hast ja nicht gesagt, du hast auf dem fahrenden Heli, auf dem fahrenden Zug landen und ich habe gelandet. Aber das ist voll einfach. Das ist nicht. Das Schwere ist ja dann auch da so zu landen, dass man drauf bleibt. Also mit aussteigen. Müsst ihr einfach notfalls in die Kommentare schreiben, dann machen wir es notfalls dann so. Wenn ihr wirklich sagt, ja, man muss aussteigen, dann würde ich einfach sagen, machen wir die hier in 10 Folgen oder so einfach nochmal. Ja. Die Challenge, wenn das noch ein bisschen was anderes Abwechslung mit reingekommen ist, weil, ja. Dann klären wir das nochmal richtig. Genau. Okay, gut, das kann man. Ich würde sowieso sagen, bei allen Challenges, wo unentschieden ist, die kann man dann nochmal machen. Genau, ne? Die auch lustig waren, ne? Wenn es gute Challenges waren, nicht so langweiliges Zeug. Wer schneller popeln kann, ist dann ist ja langweilig. Ja. So. Ist übelst hässlichen Wagen, Alter. Nie so einen hässlichen Wagen gesehen. Ohne Witz. Ohne wo bist Witz. Du? Herr, wo bist du denn, Kev? Ich suche dich gerade, aber ich finde dich nicht. Autobahn. Ach so? Du sag bloß. Nein, das glaub ich dir nicht. Fahr jetzt. Ach, da vorne bist du. Ja, du warst aber gar nicht auf der Autobahn, du warst auf den Schienen, kann das sein? Ja, nee, gerade an der Seite war ich da wie so ein Industriekack reingefahren, okay. Bin also überkrass. Okay. Huh. Okay. Was für ein Auto hast du? Wow. Alter, mein Auto ist eine Turtle. Dreht sich auch richtig. Haha, Auszeichnung, grob überschlagen. Ja? Man kriegt jetzt ganz neue Erfolge, habe ich das Gefühl, ne? Ja, das stimmt. Bei irgendeinem Patch. Ja. Warte, den müssen wir abdrängen hier. Was machst du da denn? Ich dräng den Chaco ab. Warum? Was hat er dir getan, Kev? Den Zementmischer. Den Zement abladen, vielleicht geht's ja. Das glaub ich nicht. Weil die Autos kleben.
Ah, der ist sauer auf mich. Das bin ich, Käfke. Tut. Los, Zement, Marsch! What the fuck? Wie, du bist gestorben? Nein, die Polizei ist explodiert, weil sie irgendwo gegengefahren ist. Hä, ich verstehe, ich habe gerade $800 bekommen. Für was das denn? Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich habe $800 bekommen. Das war gerade auf jeden Fall richtig merkwürdig, warum die Polizei explodiert ist. Was machst du ja denn jetzt? Was machst du? Keine Ahnung. Okay. Oh. Was machst du aber fertig in mich rein? Warte, jetzt Zementmarsch, kriegst eine Zementdusche, Alter. Geht nicht. Hey! Ich bin Zementmischer, jetzt hab ich keine Reifen mehr. Fuck! Moin! Gib ihm! Alter, du hast alle getroffen, alle! Wir haben alle Reifen getroffen! Sehr gut! Fuchs. Kannst du aber nicht fahren? Lange erhöht! Level up! Wuhu! Wieso Level up? Keine Ahnung! Guck mal, auf der anderen Seite ist jemand in den Gegenverkehr reingefahren! Die fahren teilweise selber so Grütze, die Menschen, ne? Ja. Ey, Kev, läuft nicht so bei dir, kann es sein? Klar, Junge, siehst du mal, wie ich so schnell kann hier Bergstunts machen und so. Okay, ja, cool. Du? Läuft bei dir. Wundermal. Wie das Ding ist, das... Oh, ja! Was ist? Nein! Wow! Ich will da drauf! Das schaffst du nicht. Aber ich schaff das. Ich bin Gefährt wohlgemerkt. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Jetzt mit dem Auto darauf zu landen, Kev. Das ist höchste Schwierigkeitsstufe. Ah, scheiße, ich steig hier aus, Alter. Ich brauch ein neues Gefährt. Viel zu langsam. Irgendeinen normalen Wagen. Völlig egal welcher eigentlich, ne? Ja, Alter. Na, oh, ich bin hier zu früh. Alte Lady, steig aus. Scheiße. Oh, also, oh, du bist immer noch bei ihm? Ah, ja. Ich komme jetzt richtig schnell hinterher. Gummi. Oh Mann, ich schaff das aber noch. Ist er gerade unter der Brücke? Ja. Aber schon weg und von der Brücke. Na, ich schon weg. Komm schon. Weg. Okay. Okay. Okay, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, du siehst ihn, aber ich schaffe es auch noch. Lol, vier neue Kleidungsstücke. Was schalte ich da gerade frei? Die scheinen offenbar einiges gefixt zu haben, muss ich sagen. Ja, aber dafür gibt's neue Bugs, wie das mit dem, ne? Meister, ja. So, das mit dem Laufen auf dem Wasserboden. Ja, auf dem Wassergrund. Neue Kids, orange Rauchspur. Oh, oh. Also das Ding ist, man muss ja irgendwo von einem Berg oder so runterspringen, ne? Irgendwas gut besonders. Ja. Wie ich gerade sehe, wie dein Auto da hinten einfach so ein bisschen fliegt, ey. Hier ist gut! Yo! Fuck doch nicht. Nicht geschafft? Nee. Vielleicht hier bei der Brücke. Vielleicht hier bei der Brücke. Oh nein, hier kommt man nicht durch. Kacke. Shit, ja, hier ist man nicht so schnell durchgekommen. Fuck, das knapp! Man übelst Power dazu. Vor allem, da ist auch nur eine Fläche, wo man eigentlich drauf landen kann, ne? Ah, ich kann es schaffen, ich kann es schaffen! Oh, ich bin zu langsam. Hier hätte man es geschafft. Hier ist keine Weil Rampe! Da ein Stein, vielleicht Rampe! Jetzt. Ich war mit in den Tunnel, Alter. Irgendwo hier ist bestimmt so ein Monster-Stunt-Rampe. Im Tunnel ist gar nichts. Vor allem ist der Auto viel zu kaputt, um noch irgendwas zu reißen. Komm schon, man braucht ja einfach nur eine kleine Rampe, ne? Ach, da vorne bist du ja. Wir sind nebeneinander. Ja, deswegen ja. Na, mein Auto ist schon zu kaputt. Oh, kacke. Meins geht noch. Doch nur eine kleine Rampe, nicht sowas kleines. Das ist zu klein. Wenn ich genau hier drauf landen kann. Auf der Seite ist auch richtig... Mein Auto ist richtig kaputt gewesen. Dann sag ich ein neues. Fuck! Ja, wie kaputt mein Auto einfach mal war. Ja. Ah, das wird nichts. Na, Kev, du hast einmal ein gutes Auto und du brauchst Skills. Und jetzt habe ich ein gutes Auto und die Skills habe ich ja sowieso. Das Ding ist, ich glaube, ich bin auf der falschen Straßenseite. Weil hier sind einfach gar keine Rampen. Nee, weil auf beiden Seiten im Moment, glaube ich, keine Rampen. Geh mal auf die andere Seite, bin auch kurz überholt. Hm. Ja, also, hier sieht es schon besser aus. Sehr schön.
Oh, oh. Zu. Aha. Ich hab jetzt was, ich hab jetzt was. Komm schon! Papi Chulo, go! Na, Mist, zu wenig Speed. Zu wenig Speed. Nein, oh, mein Bildschirm war gerade kurz aus. Jetzt habe ich es verpasst. Aber ich kann es doch schaffen. Komm schon! Man braucht aber übelsten Anschwung in meinem Wagen zumindest. Hm? Jetzt was aber, sagst du? Komm! Abba! Der grindet da nur an der Seite so komisch. Aber man kann das schaffen. Ihr habt das schon mal geschafft. Ja, ja. Man kann das auf jeden Fall tun, Kev. Dein Auto ist auch nicht eine Challenge. Dein Auto ist richtig kaputt. Ja, ohne Witz, mein Auto fährt fast gar nicht mehr. Weil er macht auch so kaum Speed. Mein Auto ist so kaputt. Ey! Ey, ich wollte da links hoch! Nein, nein. Man muss so einen richtigen Abhang da schaffen. Mein Auto. Ja, ohne Witz, Alter, diese Mühle, wie ich hab. Du bist langsamer als das Ding, ne? Wenn ich jetzt stehen bleibe. Hm. Das ist perfekt jetzt. Das ist perfekt. Und. Hoch! Ey, nee, der kriegt keinen Speed mehr zusammen. Bin ich noch irgendwie so im Gully gelandet, Alter? Ey, der kriegt wirklich keinen Speed zusammen. Der ist schon zu langsam. Okay. Letzter Versuch! Ah! Wie schlecht war das denn? Ja, das hab sogar ich gesehen, dass es nichts wird. Ich dachte, nein, der fährt über die Brücke jetzt, ne? Ja, und jetzt pass auf, wenn jetzt hier. Oh nein. Aber vielleicht, wenn ich jetzt. Ja, wenn man die Seite. Nein! Oh! Ich bin über den Fluss rüber gesprungen. Oh fuck, mein Wagen macht einfach zu wenig Speed, ne? Ja, mit deinem Wagen kannst du eh nichts mehr machen. Mit meinem aber leider auch nicht. Komm, ein Versuch noch. Aber eigentlich. Fuck, hier ist ein Fluss! Ja, in den bin ich auch reingeflogen. Pass auf, ich jetzt. Ich schaff's! Ich hätte es geschafft! Wäre hier in Polizei. Wäre hier gewesen! Nein! Ich war zu spät, aber ich war auf der richtigen Höhe. Jetzt schon. Okay. Irgendwie schaffe ich es nicht, deswegen würde ich auch sagen, an dieser Stelle beende ich meine Folge. Mich würde es freuen. Wir können mal in die Kommentare schreiben, ob wir das mal als richtige Challenge machen sollen, dass wir es schaffen. Ja. So schreibt es. Uns das mal rein in die Kommentare, das wäre schön. Und ansonsten ja. Sehen wir uns beim 24-Stunden-Livestream in der nächsten Folge. Bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, ich habe eine Auszeichnung bekommen. Drehwurm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ah! Scheiße! Okay, das war's. Wir haben schon mal was geht. Ciao!